Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Datateam TV Video mit eurem Frank Schröder. Es geht weiter mit meiner Migration. Zuerst habe ich hier mal wieder einen Server exportiert von meinem alten System, meinen Mail-Server. Der hat jetzt die Größe von rund 23 Giga. Also wenn man es richtig ausrechnet, sind es 22,4 Giga. Und den müssen wir dann jetzt hier importieren. Wie ihr jetzt auch seht, habe ich schon ein SSL-Zertifikat. Diese ist allerdings kein importiertes Zertifikat, sondern einfach ein Let's Encrypt-Zertifikat. Und da gibt es ein Package, das man sich installieren kann. Da werde ich den Link euch, in die YouTube-Beschreibung reinsetzen, weil das installiert man einfach das Package und dann, da ist auch sehr gut erklärt und dann macht er das Zertifikat von alleine. Dazu muss man aber zuerst hier unter Manage Security and Users den Acceptance Level von Partner auf Community umstellen, dass man den installiert bekommen. Und dann unter Packages muss man dann eben den Pfad zum Package installieren, der sehen hier, so heißt der. Der wird dann installiert und macht auch direkt das Zertifikat. Zur Zweckinstallation braucht ihr aber den kompletten Pfad. Jetzt der Root, Autocomplete. Braucht ihr den kompletten Pfad und das heißt, da geht ihr in Storage, Data Store. Da habt ihr auch den Data Store Browser. Da habe ich zum Beispiel ein Verzeichnis SSL erstellt, wo ich den Skript drauf, das Package drauf habe. Von da aus werde ich nämlich installieren, habe ich es installiert. Und hier habt ihr den Location vom Data Store. Das heißt, ihr müsst den Pfad nehmen und dann eben, ich habe ja jetzt hier SSL genommen. Das heißt, hier dann kommt da noch Backslash SSL, Backslash dann eben den Namen des Packages. Und dann dauert es 2-3 Minuten, bis das Package sich installiert hat. Wie gesagt, es ist alles auf Englisch da expliziert auf dieser Seite, wo ich euch reinhängen werde. Das sollte nicht so komplex sein. Also ich habe jetzt die Seite nicht bei Hand, weil ich das auf einem anderen Server gemacht habe. Aber es sieht einfach von GitHub W2C und dann Let's Encrypt-OSXC. Wie gesagt, da ist schön alles erklärt, wie man es manuell installieren kann, wie man es über den Web-UI installieren kann, wie man es desinstalliert, wie man es selbst manuell testet und so weiter. Also das funktioniert, wie gesagt, war klick und fertig war's. So viel dazu. Und jetzt zu dem Eigentlichen. Der Import der Datei. Das hatte ich hier schon wieder geschlossen. Moment. Ich muss wieder in mein Verzeichnis wechseln. So. Und dann haben wir hier Create Register, wie schon gesagt. Und dann machen wir von der OVF-Datei. Quatsch, ich habe es ja im OVA exportiert, von der OVA. Ist der OVF-Tool, aber der OVA. So, und dann kopieren wir hier rein. Ich nenne es nochmal gleich wie vorhin. Das ist ja dieses System. Und dann hoffen wir, dass der Import funktioniert. Weil, wie gesagt, falls die Datei zu groß ist, gibt es Probleme und dann müssen wir halt über SSH fahren. Das ist dann etwas blöder. Diesmal mache ich dann ein Thick Provisioning, weil das ja einfach die gesamte Platte zuweist. Dann bekomme ich keine Probleme und ich sehe sofort, wie viel Platz frei ist, obwohl für diesen Server habe ich 300 Giga vorgesehen. Ich bleib bei Thin. So. Power on, ja. Ich hatte den Thin provisioned in dem alten. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Wir schauen schnell nach. Wo ist denn der Mail? Der sieht jetzt hier aus. Edit. Wo ist die Platte? Sind provisioned, ja. Ah, ich hatte 400 Giga vorgesehen. Das nimmt mir zu viel Platz weg. Ich habe jetzt hier 23 Giga, wo ich benutze. Das ist Nonsens.
Ich wusste nicht, wie viel Speicherplatz ich brauche und deshalb hatte ich relativ groß gesehen, aber ja. Sinn, so. Required disk image while this is being deployed. Hm. Required disk image. Wie? Hab hier alles angegeben? Sollte ja eigentlich automatisch alles aufladen. Und dann lassen wir das mal laufen. Wir sehen hier, macht ein Upload. Und ja, das wird ein Weilchen dauern. Ich schaue mal hier im Task Manager nach, ob der Upload auch wirklich läuft. Nicht, dass da mal wieder was steht, was nicht so ist. Ethernet, momentan ist das sehr verhalten, 33 Mbit, das wäre ultra lahmarschig. Ich hoffe, dass das noch in die Höhe geht. Sieht aber nicht so aus. Warum ist das so langsam? Na, egal, lassen wir es einfach mal laufen. Und ja, ich mache dann hier Pause und sobald der dann fertig ist, dann komme ich wieder zurück und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass es dann besser geht. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist er dann jetzt endlich fertig. Er hat jetzt dann diese virtuelle Maschine importiert. Ihr seht, er hat um 13.52 Uhr angefangen und jetzt ist 15.44 Uhr und er ist jetzt fertig. Und nach dem Import schaltet er automatisch die VM ein. Und man sieht auch hier, da ist sie eingeschaltet und sie ist noch am Booten. Das dauert natürlich schon etwas. Und dann warten wir, bis er fertig ist. Ich werde ihn nochmal ausschalten, um die VM-Kompatibilität abzugraden. Ich warte aber, bis er dann ausgestartet ist. Sehen, der ist noch nicht da. Ist nämlich der URL, wo ich auf den Web-Server komme. Wir machen mal eine Konsole auf. Ach, ich mache mal eine Browser-Konsole auf. Sehen, er lädt noch. Ist halt ein Windows 2012 Server, müsste das noch sein. Ja, müsste ich auch noch demnächst upgraden, aber ich hatte noch keine Zeit dafür. Das kommt später dran. Denke ich, werde mal auf 2019 oder so upgraden. Nicht die allerletzte Version, aber die davor. So, ich mache hier irgendwann wieder zu. Und man sieht hier, dass sie etwas arbeitet. CPU. Wenn es gibt es nicht viel. Logs dürfte ja auch noch nicht, Notification dürfte ja auch noch nicht viel sein, ne. Und Memory brauche auch nicht viel. So, der ist jetzt fertig. Mal sehen, ob der Server an sich vom Mail schon gestartet ist. Sieht noch nicht so aus. Da brauche ich mal etwas, bis der dann vollständig verfügbar ist. Schau mal über meine Hört man mich überhaupt? Ja, schlägt aus. Ich schaue mal schnell über meinen iPad, ob ich per Remote Session drauf komme. Das ist der falsche Server. Configure in Remote. Ich komme mal drauf. Das ist schon mal gut. Das heißt, das funktioniert. Dann ist nur noch der Mail-Server nicht ausgestartet. Da brauche ich dann nur etwas Geduld. Schau mal kurz nach. Der Dashboard ist da. Okay, sollte aber so weit so gut sein. Schau mal im Task Manager. Das seht ihr jetzt leider nicht. Ich habe da eine spezielle Remote Session konfiguriert. Aber der Mail-Server ist gestartet. Somit sollte dann auch hier mittlerweile. So richtig tippen. Auch verfügbar sein.
Ja, ich scheint noch nicht ganz ausgestattet zu sein. Ja, der Server hat irgendwie ein Problem. Gut. Dann schaue ich. Ist halt irgendwas mit der Lizenz, wo er ein Problem hat. Bekommt die Lizenz, ich habe gefragt, habe ich da irgendwie noch was im Firewall zu öffnen. So. Mache ich dann mal einen Shutdown hier? So, und dann warte ich, bis der abgeschlossen ist. Weil ich möchte ja nur hier dann nochmal zeigen, dass man danach, wenn man schon sowas gemacht hat, dann auch dran denken sollte, den Upgrade der VM-Kompatibilität zu machen. Dass er eben auch die neuen Funktionalitäten besteht. So, machen wir okay. So ist der upgraded. Gehen wir nochmal hier. Dann kann man hier nochmal prüfen. CPU. Machen wir mal hier zwei Sockel. So. Arbeitsspeicher mit 8 ist der 5 genug. 400 Giga ist ja auch okay. Mehr brauche ich nicht. Das heißt, er hat schön alles so erstellt, wie ich das damals schon gemacht habe. Ich mache hier jetzt nur noch etwas mehr Prozessoren, weil er halt eben der Prozessor jetzt besser ist. So. Mal schauen. Mal advanced. Mal Logging ist okay. VMware Tools prüft er auch noch. So. Standby, Digital Power Down. Ja, das ist auch korrekt. So, okay, das sollte ja dann alles okay sein. Da hat sich also nichts geändert. So, dann kann ich die Maschine schon wieder reinschalten. Und dann läuft diese auch. Dann bin ich damit mal zufrieden. Und dann, wie gesagt, das war jetzt hier ein relativ kurzes Video. Wie gesagt, er hat ja zwar 3-4 Stunden da gerödelt, um alles zu importieren, aber das ist halt so sein Problemchen. Was mache ich jetzt? Wie gesagt, ich werde dann später dann die nächste Maschine importieren. Und dann werden wir zusammen dann auch noch den Rocky Linux installieren und dann eben die verschiedenen Webseiten importieren. So, das ist das, was so auf dem Programm steht und dann eben noch verschiedene Videos dazu. Gut, dann sehen wir uns bestimmt wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, euer Frank. Bin ich nochmal? Denn ich möchte dann doch nochmal was kurz erwähnen. Zuerst, ich hatte ja jetzt das Problem, dass mein Mail-Server nicht richtig startete wegen der Lizenz. Und das hatte ich ganz vergessen. Wenn die virtuelle Maschine neu erstellt wird, wird der... wie gesagt, der Hardware-Key auch geändert und somit müssen die Lizenzen neu aktiviert werden. Und dann, was auch noch wichtig ist, wenn man schon jetzt so wie gesagt upgradet, das sind die VMware-Tools. Die darf man auch nicht vergessen, diese zu aktualisieren. Machen wir hier die Remote-Konsole auf. Das dauert einen Moment, Tim. So, dann sehen wir hier, dass er da läuft und sobald er jetzt gestartet ist, sollte ich dann die Update VMware Tools zur Verfügung haben. Müssen wir hier warten. Windows braucht leider, Windows Server braucht sehr viel Zeit zum Starten. Ich habe hier zu Hause meinen 2019er Server laufen, der ist bedeutend fixer als er hier. Also da bin ich dann doch schon verwundert. So. Ich melde mich mal.
nicht aktiv. Melde mich mal kurz hier an. Falsches Kennwort. Siehst, wenn man zu viele Kennwörter hat, dann weiß man am Ende nicht mehr, welches welches ist. Okay, das war's das. So, und jetzt sollte auch hier sehen, VMware Tools is installed, also, but a newer version is available. Das heißt, es gibt eine neuere Version. Also geht die, machen wir, bis er ausgestartet ist. So, das Dashboard kommt. VMware Tools ist noch nicht da. Zum Aktualisieren können auch einfach über die Actions GuestOS Upgrade fahren. Es geht manchmal besser hier rüber als über den VMware Workstation. So. Mal sehen, ob er schon die CD geladen hat. Zwecks Upgrade? Ne, noch nicht. Möchte er das Upgrade nicht machen? Another task is already running. Okay, das heißt, er läuft im Hintergrund. Ah ja, ist ja klar. Das war jetzt mein Fehler, da lädt er die CD gar nicht. Weil ja schon VMware Tools drauf waren, lädt er den Installer im Hintergrund und upgradet den. Deshalb, das läuft dann ganz transparent ab. Müsste man höchstens im Task Manager schauen. Da sehen Sie hier, läuft der Installer. Muss man halt etwas Geduld haben. Dann sollte den die Tools auch von sich aus wieder starten. So, machen wir hier zu. Können wir auch hier schließen. Sollte aber jetzt fast vorbei sein. Ja, da plackert er schon. Und schon startet er neu. So. So viel dazu. Das heißt, es funktioniert alles automatisiert. Und dann sollte man auch nach dem Neustart, falls etwas dauert, auch die aktuellen VM-Tools installiert haben. Wir sehen, dann kommt auch VMware Tools ist Version is compliant. Das heißt, es sind die aktuellsten drauf. So, die VMware 2.12 und dann irgendein Bild. So, jetzt aber definitiv Schluss. Dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ich sage das jetzt schon als zweites Mal, aber ja. Wollte das aber noch unbedingt loswerden. Bis dann. Tschüss.